Der Vergleich mit anderen kann verunsichern und auch Entwicklung erschweren. Das kann ich eh nicht, sagt Lina, verschränkt die Arme und zeigt ganz deutlich, wenn du willst, dass ich was ausschneide, dann gibt es einen Kampf. Einerseits brauchen wir den Vergleich, um Anhaltspunkte zu haben, wo steht der Mensch, und andererseits brauchen wir die Offenheit und die individualisierte Herangehensweise. Plan A führt zu Plan B, haben wir in der Heilpädagogik nicht. Menschen sind komplex und das ist auch wunderbar. Es gibt zig verschiedene Wege, wie wir jemanden Schwimmen beibringen können. Die Kunst ist es, den Weg für die Person mit der Person zu finden.